Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum nächsten Video. Hallo. Der Tom ist immer noch da. Und? Ich wohne hier. Der Lars ist jetzt auch da. Ja, wir bereiten uns praktisch gerade vor für den Tag. Es sieht so aus, als würde doch die Sonne rauskommen, zumindest aktuell. Eigentlich dachte ich, wir gehen schon Fahrrad fahren, aber irgendwie ist hier gerade ganz viel Action mit, ich wollte gerade Pinguin sagen, wie heißt das Tier? Flamingo. Mit Flamingo, Fahrrad-Check-up. Wir drehen noch ein Video für den Tom gerade. Auf jeden Fall ist hier jede Menge los gerade und wir starten aber ja, ganz gemütlich in den Tag. Wir warten jetzt noch auf den Erik und dann werden wir uns mal einchecken gehen in unserer eigentlichen Unterkunft, weil heute haben wir beim Tom in der Einfahrt gepennt, sozusagen im Van. Und ja, ich bin gespannt, wie die ersten Trails sind. Ich denke, eine kleine gemütliche Runde werden wir heute schaffen, aber viel mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. Wir brechen auf. Der Erik ist jetzt auch noch gerade angekommen. Und ich bin sehr gespannt. Wir fahren rüber zum Kagelhof. Es sind nur 2,4 Kilometer, aber abends werden wir wieder hier beim Tom chillen. Ich hoffe, wir finden einen schönen Stellplatz für unseren Van, dass er da ganz gemütlich stehen kann. Und dann zeige ich euch gleich mal die Apartments hier, weil in den Apartments könnt ihr natürlich auch wohnen, wenn ihr hier mal Urlaub machen möchtet. Gibt allerdings auch wirklich, wirklich viele Campingplätze. Viele Leute sind auch mit dem Camper hier, hat man auf dem Weg hierhin sehen können. Ja, wir fahren mal rüber und dann schauen wir mal. Hallo, wir fahren jetzt zum Kagelhof. Da wo ihr wohnt, da bin ich euch endlich los hier, ey. Ich habe auch gar keinen Bock mehr am Tom, ey. Heute Morgen, ey, der hat mir eine Latte gemacht, das war nicht mehr normal. Ja, bist du bereit für den Kagelhof? Kagelhof, komm an! Kagelhof! Angekommen, Kagelhof. So, wir gehen mal einchecken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ist auf jeden Fall schön ruhig hier, sehr entspannt. Es gibt, glaube ich, drei so bekannte. Na, sportlich hier. Guckt euch die an. Fahren wir einfach mit dem Aufzug. Wir sind gerade sehr, sehr herzlich und freundlich hier am Kagelhof empfangen worden. Haben jetzt alles abgecheckt. Später müssen wir noch mal umparken, weil die Parkplätze neu beschriftet werden hier. Ja, wir laufen jetzt in den zweiten Stock, Zimmer 205. E-Bikes haben wir schon in den Bikekeller gepackt. Hier müsste doch 200 sein, ne? 204. Das riecht alles noch voll neu hier. Ja, ich würde sagen, machen wir eine kleine Führung. Hier haben wir einmal Balkon mit Bergaussicht, sehr schön. Dann gehen wir mal weiter. Küche. Ja, einfache Küche, aber alles, was man braucht. Eine Kaffeemaschine mit Filterkaffee. Schlafzimmer mit noch einem Balkon. Ja, wir haben irgendwie viele Balkone. Wir haben irgendwie zwei Balkone. WC? Ja, clean. Ne? Dann ein Bad noch. Dusche. Dusche? Ja, voll okay, ne? Ja. Hier gibt es einen Bäcker-Service. Dann tut man Geld hier rein, füllt so einen Zettel aus, hängt das unten an und dann kriegt man morgens früh frische Brötchen. Ziemlich coole Sache, finde ich. Ich würde sagen, wir packen jetzt, gehen einmal zum Auto, holen so die nötigsten Klamotten schon mal raus, ne? Ja. Und packen die in den Rucksack einfach. Leute, wir sind am Uphill. Ich bin echt froh, dass ich das Render mit habe und nicht das Levo SL. Das wäre sonst echt ein bisschen Stress hier geworden. Der Uphill ist nämlich schon knackig und wurde auch lang. Ich bin mal gespannt, mit wie viel Akku das Render zurückkommt, weil der erste Trail ist wohl schon relativ hoch. Man muss relativ lang hochfahren. Leute,
Flow Uphill Trail. Wir stehen jetzt gerade hier am Baumgartnerhof. Baumgartnerhof. Und der nächste Trail steht vor der Tür. Uphill Trail. Ihr wisst ja Bescheid, seit dem Leiterberg Trail bin ich ja Enduro-Dyer. Und ach, jetzt aber auch Uphill Dyer noch. Ja, das gehört ja dazu zum Enduro, ne? Ah, ja, stimmt, ja. Deswegen. Ja, aber du musst noch mit so einem Strap einen Ersatzschlauch an deinen Rahmen dran. Ja, da arbeite ich noch dran. Und so eine Banane muss auch rein. Eine Banane dran, ne? Vom Vibe her bist du noch nicht so ganz Enduro, muss sein. Ich arbeite dran. Mental vielleicht. Aber. Mental vielleicht. Abgeordneter hier. So, das ist jetzt der Uphill Trail, Leute. Oh! Gar nicht mal so easy hier. Also Uphill Trail Skills, weiß ich nicht. Ich rufe nächste Mal. Ja, Leute, wir fahren jetzt mal den Uphill Trail hoch. Weil ich nicht langweilen mit dem Uphill Trail. Auch wenn das vielleicht ganz lustig wird. Aber wir wollen ja auch noch ein bisschen bergab filmen. Ne? Also, ach, die Kurve nehme ich euch mal mit. Okay, jetzt. Bis gleich. Hier, glaube ich, gleich geschafft. Ging bisher klar. 83% habe ich noch. Ja, ich bin auch viel im Tour gefahren jetzt. Ne? Die armen Jungs, ey. Sind wir da? Ach krass. Linkgartner Trail. Leute, wir starten rein in den Linkgartner. Der Tom sagt, das ist 200 Meter. Ich werde mich erstmal an das Bike wieder ein bisschen gewöhnen. Ein Double. Oh Gott, ich muss mich erstmal wieder an die MT7 gewöhnen, ey. Ich weiß gar nicht, ob das Gewicht ist. Ganz komisch, ey. So, erste richtige Abfahrt. Oh Gott, ey. Wo lang? Ist das richtig? Boah, kickt. Boah, Schotter, 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 Schotter. Boah. Alter, okay. In dem Wald teilt sich der Weg einmal. Da ist links, geht schneller. Und rechts ist halt Flow Trail, ein bisschen anstrengender außenrum. Okay. Das ist alles blau hier. Ja. Weiß ich noch nicht. Das war ein extra Trail.
wie schnell soll man sein? Fahr ruhig. Ein bisschen meine Ruhe haben hinten. Langsam kommt das Feeling zurück hier. Das Stück war cool. Turbine Trail. Trail Nummer 3 jetzt sozusagen schon. Okay, ey. Könnte man vorher mal wissen, was hier abgeht. Ah, okay. Ich schieße noch da. Okay, Umweg. Oh, sag doch was. Ja, ich weiß nicht. Hau selber nicht drauf. Dann so, sag doch was, ey. Einmal gefahren. Wie viel Meter ist der Hillclimber? Komplett kurz und komplett steil. Komplett kurz und komplett steil. Gucken wir mal. Er muss schon absteigen. Lars ist noch am Start. Michi auch. Ja, dann. Okay, Hillclimber Challenge. Okay, geht. Das Stückchen ist steil. Ein bisschen runter. Yes! Woo. Aber ich musste schon mich arg auf die Sattelspitze vorne setzen und halt Sattel runter machen ein Stück. Alter. Sogar bei dir ist der gestiegen. Klar. Krass. Ich bin auf dem losen Dings gelandet. Ach, das Stück meint er. Auf keinen Fall nach rechts schauen. What? Guck Alt. Nur auf den Trail. Glaub es mir, guck nicht weg. So, Samonic Trail, Leute. Der Tom hat direkt. Wir wollten eigentlich heute nur blau fahren.
Und dann packt er hier auf einmal die schwarzen Trails aus. Alles räubbar, auf jeden Fall. Am Hang. Coole Challenge. Ja, aber ey. War aber ein bisschen ausgewaschener als ich dachte. Ja, ich auch. Was ist hier los? Ausgewaschen. Guck mal, ich glaube hier einsteigen ist ein bisschen besser. Was ist da ausgewaschen? Ich guck mir das jetzt auch einfach mal an. Ja, was da los ist, warum die das alle geschoben haben. Ah, okay, ja, ist scheiße. Ja, die Rut ist halt scheiße. Man muss halt versuchen, oben zu bleiben. Ja, irgendwie versuchen da oben zu bleiben. Nicht in diese... Ich hab schon verkackt. Boah, gerade noch so gerettet. Boah. Okay, Michi ist da. Alter, was ist das hier? Ja, besser Highline, glaube ich. Ui, Alter. Also der war mal blau, aber du siehst ja, dass der Regen hier ein bisschen... Ich hätte gerne gewusst, was da so Sache ist, Alter. Oben erst die falsche Linie gewählt. Den einen Sprung, den... Der war mal blau, wirklich. Das ist kein Blau, komm. Nee, aber du siehst ja, dass der Regen hier voll alles... Der erste Sprung, da bin ich drauf zugefahren, dachte, fuck, viel zu langsam und bin den dann abgerollt. Mit, also wirklich Vorderrad so runter. Und dann den zweiten, den Double, da war ich dann auch zu langsam für, aber den dritten dann gepackt. Ey, aber Junge. Das war jetzt Finale so. Ich dachte, das ist jetzt noch so Transferstück. Ja Leute, das ist tatsächlich der blaue Trail, den der Tom uns hier versprochen hat. Und er meinte halt so, jo, das war das letzte Mal halt anders. Auf Sicht ist immer sowas schwer, finde ich. Kurz warten. Ja, ich warte. Guck mal, eigentlich geil, da kann man da so reinspringen. Wenn man natürlich hier weiß. Eigentlich sehr geil, der Trail. Vorher ein bisschen. Kleinen Abstand halten hier. Ah, Bobbahn von einer Rille
in die anderen. Ah, hier rüber. Außen mit Kurve. Leute, wir sind auf dem Weg zum Tom von unserer Unterkunft. Michi ist dabei, Erik, Lars natürlich. Lars hat sich übrigens gut erholt von seinem Schlüsselbeinbruch. Letztes Jahr um die Zeit habe ich ihn ins Krankenhaus gefahren. So ungefähr. Ja, wir radeln jetzt rüber zum Tom und dann gehen wir eine Runde schwimmen. Und dann werden wir gemütlich essen. Ich freue mich schon, ich habe echt Hunger. Morgen muss ich mehr frühstücken. Wir bringen das jetzt runter, dann braucht man das nicht mehr schleppen. Aber so geht gut. Der ist schon groß, ne? Wir sind mal wieder auf dem Weg zum See, Leute. Wir haben ein bisschen was hier mitgebracht. Also der Tom hat einfach alles eingepackt. Ja, die Sonne hält sich noch ein bisschen versteckt, aber ich denke, es wird trotzdem schön sein. Das ist jetzt Ritual, dass man am Abend hier einmal zum See geht. Und jetzt müssen wir es natürlich auch dem Lars und dem Erik zeigen. Vielleicht gefällt denen das ja auch genauso gut wie mir gestern. Einfach mega, es macht so Laune. Vormittags gehst du irgendwie Fahrrad fahren oder mittags und dann gehst du nachmittags oder abends hier noch an den See. Puh, wirklich traumhafte Region, einfach mega, mega schön. Und ja, viele, viele neue Sachen. Also nicht nur die Trails sind neu für mich, sondern auch alles Mögliche drumherum hier. Übrigens, Stand-Up-Paddeln mache ich gerade das erste Mal. Macht aber Bock. Hat was. Ich bin jetzt viel weiter rausgetrieben, als ich eigentlich wollte, deswegen fahre ich mal zurück. Da sind wir schon beim Abendessen. Der Tom hat gezaubert für uns. Bestens vorbereitet. Ich sage euch jetzt die Wahrheit. Es ist auch einfach so, der Tom hat geschrieben, er ist einkaufen gegangen. Und da waren wir in Saalbach. Und dann dachte ich so, ja, jetzt müssen wir unbedingt rüberfahren. Hat nichts mit Wetter zu tun, sondern einfach unser Kühlschrank war leer. Ja, das war komplett uneigennützig von dir natürlich. Ja, ja. Okay. Leute, wir machen uns jetzt einen entspannten Abend. Morgen geht's weiter. Ich weiß nicht, was wir morgen machen. Aber es wird irgendwie was mit Fahrradfahren, gutem Essen und Schwimmen zu tun haben, denke ich. Aber ich bin gespannt, auf welche Trails morgen geht. Heute war ja schon mal eine gute Warm-up-Runde. Morgen geht es dann wahrscheinlich ein bisschen mehr zur Sache. Und dann an Tag Nummer 3. Ne, an Tag Nummer. Doch, Tag Nummer 3, ne? 3. 3. Wird richtig eskaliert. Der Lars hat schon richtig Bock. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich bin morgen fitter wie heute. Ja, ey, der Erik und der Lars, die sind einfach, wie lang seid ihr gefahren? 10 Stunden. 10 Stunden Auto gefahren, dann noch auf die Trails, das war schon eine krasse Nummer. Und ich war ungefähr 10 Stunden halt hier mit Tom und Michi zusammen, das war schon eine krasse Nummer. Ja, ich kann schon nichts mehr Vernünftiges sagen, deswegen lasst jetzt einfach ein Abo da, schreibt einen netten Kommentar.
Warum hörst du auf zu reden? Ich dachte, du willst was sagen oder so. Ich wollte einfach nur hierher laufen. Ja, ich dachte. Schreib einen Kommentar. Kommentar. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Daumen nach oben. Ja. Und abonnieren nicht vergessen. Und die Glocke aktivieren. Genau. Weil es alles kostenlos, ne? Support ist kein Mord. Genau, Support ist kein Mord. Abonnieren, kommentieren, ne? Abonnieren. Abonnieren. Kostet nichts und schmeckt gut, ne? Ja. Mein Gott. Haut rein. Ah ja, Glück auf, liebe Leute. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video.